Willkommen zurück zu Let's Play Lego, der Herr der Ringe. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir setzen die Geschichte fort. Und zwar genau jetzt. So. Part 7 von Herr der Ringe. Jawohl. Oh, es ist nicht mehr dunkel, es ist nicht mehr düster. Es ist voll entspannt und wir sind alle voll froh und so. Und sind jetzt beim Eingang von den Minen von Moria. Rein geht's. Düster. Was erwartet uns in den Minen? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Weil niemand auf der gesamten Welt jemals der Herr der Ringe geguckt hat. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und nun, Eldmer, werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Prasselnde Kaminfeuer, gut abgehangenes Fleisch. Ah! In die Minen! Ey, dieses Vieh ist aber auch was nervig. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Denn dies, mein Freund, ist die Heimstätte meines Vetters Balin. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine! Interessant und so gebildet. Gimli! Nein. Hier ruht Balin. Fundins Sohn. Herr von Moria. Ich hatte es befürchtet. Voll auf den Kopf. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Es ist gefährlich. Und da fliegt der Kopf. Und die Kette. Achso? Lol. Okay, Pippin hat irgendwie gerade einen Abgang gemacht. Oh, das kann er aber, glaube ich, kaputt hauen. Ja. Ich frag mich ja schon immer. Wie kann ein ganzes Volk bitte draufgehen, ohne dass es irgendwer merkt? Ich meine, das ist ja wirklich die komplette... Das ist eine ganze Mine voll mit Zwergen, ja? Und keiner checkt, dass die alle draufgegangen sind durch irgendwas. Finde ich leicht... Naja, was heißt fragwürdig, aber ich finde es halt komisch. Wollte ich halt wirklich nur mal so erwähnt haben. Aber ihr stimmt mir zu, oder? Also, einfach mal drüber nachdenken. Weil jetzt mal ganz ehrlich. Wo kann ich das hier ranhauen? Keine Ahnung. Einfach erstmal alles kaputt. Das geht schon mal nicht. Hier, Sam, Feuer machen. Oh, ist das ein Hin und Her mit so vielen Charakteren. Furchtbar. So, fackel mal die ganze Scheiße hier ab. Sei doch mal so gut. Ich finde schön, dass trotz dem Lego-Stil hier, ja, immer noch alles verhältnismäßig so aussieht wie ein nettes, wie die Herr der Ringe-Umgebung quasi, ja. Das ist ja echt wirklich auch detailgetreu, durchaus, also... Ich finde da jetzt nur sehr wenig Stellen, wo ich sage, okay, Leute, das sieht eigentlich anders aus. So, das hier einmal aufmachen. Und da haben wir das benötigte Zahnrad. Das können wir jetzt bestimmt hier irgendwie reinhauen. Genau. Jetzt brauchen wir noch die Kurbel, die lag hier hinten. Jawohl. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Das kurbeln wir mal dahin. Und einmal hier ein bisschen push it. Push den Kreis. Push it. Na, da ist er wieder. Servus. Närrischer Tuck. Oh oh. Herr Frodo. Orks. Alles klar, wo ist Aragorn? Aragorn, wir müssen schnetzeln. Da ist Aragorn. So, wahrscheinlich müssen wir erstmal Legolas. Los geht's.
Varelien ist. Hier ran. Schnell hoch, da Gandalf. Mach mal ein bisschen Dehnübungen, alter Mann. Okay, was noch? Ja, verbarrikadieren, alles voll hier. Los geht's, los geht's, los geht's. Da darf keiner durchkommen. Es wird sowieso nicht sitzen, aber ist doch egal. Sollen sie kommen? Es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht durch Staub zerfallen ist. Jawoll! Immer schön alle kaputt machen. Los, Gefährten, kämpft! Beschützt die Jünglinge! Da kommt schon die nächste. Bam, bam, bam. Los geht's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich finde, es macht super Spaß. Alter. Aber es macht auf jeden Fall schön Spaß hier drum zu schnitzeln. Los, Gimli. Jawoll. Bumm. Legolas, wo bist du? Da bist du. Legolas mit seinen beiden Elben-Kurzschwertern oder sogar mit seinem Bogen. Oh, der Ehrengast ist eingetroffen, Leute. Der Ehrengast. Sie haben einen Höhlentroll. Wie uncool. Böser Höhlentroll. Ah, hier aufbauen. Schneller. Wen brauchen wir dafür? Ach so. Verstehe. Au. Also, kleines, gemeines Rätsel. Wo ist ein Aragorn? Wo man fähigen Kämpfer? Der zum Beispiel. Schnell weg hier. Nee, Legolas. 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 Wo ist er denn? Ich sehe ihn kaum. Da hinten. So. Schnell, hier kann ich das kaputt machen. Boah, ey, der ist aber auch was Bades drauf hier, der Junge. Komm. Komm, 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 du Höhlentroll, komm. Aua. Okay. Sam, voll ins Gesicht. Super geil. Sehr schön, aber noch. Aua. Aufbauen. Okay, quasi für die kleineren Spielercharaktere. Okay. Hier auf. Der ist echt saupist, der Junge. Los, komm, komm, komm. Upsala. Und ins Gesicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön ins Gesicht, dem Troll. Frodo! Voll die Lanze. Ja klar, feige Ratte. Oh, ich glaube, die können wir jetzt gerade so ein bisschen steuern. Ja, ist ja gut. Ah, ich brauche mal eben schnell hier wieder den großen, bitte.
raus, raufhauen. Doof. Du bist doof. Das ist der Legolas. Ganz hinten. Bam! Ins Gesicht. Los, da weg. Los, schnell da weg. Aua. Ja, jetzt liegt der Frodo voll verwundet. Quasi gepeinigt von dem Höhlentroll. Dolles Ding möchte ich mal. Das ist jetzt. Hoch da. Und draufhauen. Dam. Nicht auf die Kette in deinen Rücken stechen musste. Legolas ist wieder am Start mit seinem Bogen. Bam. Jawohl. Gimli. Kommst du da hoch? Ja, kommst du. Komm, Junge. Was, das muss ein Hobbit machen? Ist ja frech. Das ist ja frech. Das geht ja wohl gar nicht. Schnell ausweichen. Hoch da. Und Pippin, geh auf da, komm. So, jetzt nochmal hier. So, gleich haben wir's, da haben wir's. Los, Legolas. Nein. Komm schon. Bogen. Feuer. Der Troll ist erledigt. Wuhu, wir sind die Besten, die Größten, die Stärksten und Frodo ist tot. Aus ist Maus. Das Spiel ist vorbei. Ah, nee, doch nicht. Schade. Er lebt noch. An diesem Hobbit ist mehr dran, als das Auge sieht. Sonnenbrillen. Trollolol. Ich glaube, wir müssen hier weg. Zur Brücke von Khazad Dûm. Die Brücke von Khazad Dûm. Eine wahrhaft epische Lauferei geht los. Umringt von Hunderten, Tausenden von Orks müssen wir uns jetzt zur Brücke durchschlagen. Ja, genau. Wir haben hier voll die Kämpfer, weißt du? Los. Abba. Schön die Trolle, sage ich schon, die Orks hier kaputt hauen. Los geht's, alle Mann in der Front kämpfen. Alter, was hier gemetzelt wird. Geile Scheiße. Ist hier super. Der geht weg. Bam, der geht down, Aragorn legt los. Immer munter, nur herunter. Der letzte, weiter. Los geht's, die Folge ist noch gleich vorbei. Kämpfen und so. Da kommen noch mehr jetzt. Jetzt geht's los. Da ist er. Komm, Aragorn. Wir schnitzen uns irgendwie durch, geht schon. Der geht weg. Sehr gut. Noch zwei, einer noch, der hier, los. Ja, direkt. Wie weit sind wir? Uiuiui. Dämon aus der alten Welt. Oha. Ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Lauft! Wir haben es aber auch nicht probiert, muss man dazu sagen, ne? Also, so als Randkommentar. Ja, er klingt nicht gemütlich, habe ich aber auch schnell und so. Oh, ein kleines böses Rätsel und Feuer. Ein Rätsel und Feuer, okay.
Also, was glaube ich eben sofort? Okay, Pippin kann Wasser schöpfen, alles klar. Machen wir mal schnell das kaputt. Gimli, bist du so gut? Dankeschön. Was sagt eigentlich die Zeit? Das hier ausmachen. Ja. So. Gandalf kann mit seiner Magie da agieren. Okay, I see, I see. Dann machen wir nochmal schnell. So. Okay, es hat gut funktioniert. Dann noch ein bisschen aufbauen. Ja, sehr schön. Achso. Schnell daran. Los! Schieb, alter Mann! Schieb! Oh, mein Rheuma, mein Rücken, alles tut so weh. Ich versteh's doch. Wie weit sind wir? Können wir hier schon durch jetzt? Ne. Oder doch? Nicht irgendwie vielleicht noch Teile versteckt? Wo man so sagt, okay, da müssten eigentlich noch was sein. Ach hier. Eine Kurbel wird gesucht. Vielleicht in dem Fass hier. Also in dem großen. Ja, sieht doch ganz gut aus hier. Ach ja, Gandalf hat ja auch ein Schwert. Fällt jemand dazu auf. Geil. Los. Schieb, alter Mann. Ich weiß, dein Rücken und dein Bart ist im Weg und der Hut stört und der Mantel ist unbequem, aber wir müssen jetzt weiter. Ja, wir sollten hier schleunigst weiter. Aber um dem Balrog zu entkommen, müssen wir uns erst noch in die nächste Folge retten. Das heißt, ich muss hier wieder Schluss machen. Es ist mal wieder soweit. Der Höhepunkt der Folge und wir sind auch gleichzeitig am Ende. Das war Let's Play Der Herr der Ringe in der Lego-Version Part 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich glaube nicht. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge. Tschüss!